Willkommen zurück zu Pokémon Pearl Edition, meine lieben Freunde. Wir wollen die Route 222 fortsetzen. Die letzte Landroute vor den Top 4, sage ich mal. Und ja, jetzt habe ich euch gerade ein bisschen gespoilert. Die letzte Route wird tatsächlich eine Wasserroute sein. Von daher hier noch einmal die Atmosphäre ein bisschen genießen. Wir werden danach außerordentlich beschäftigt sein. Wobei ich sagen muss, die Siegesstraße ist jetzt nicht das Beste, was dieses Spiel hervorgebracht hat, da bin ich ehrlich. Sie ist natürlich schon deutlich besser als die aus Gold, Silber, Kristall oder Heart Gold und Soul Silver. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage, aber wenn ich jetzt Siegesstraßen ranken müsste, wie gesagt, wäre es nicht die allerbeste, die dieses Spiel jemals hervorgebracht hat. Ich meine, gut, wenn man sich die erste Generation anschaut oder beziehungsweise Kanto, was wir ja vor kurzem gemacht haben in Pokémon Blatt Grün, da war das zwar sehr verwirrend aufgebaut, aber ich kam einigermaßen klar. Aber hier, mal schauen. Da ist nochmal ein bisschen ein anderes Kaliber. So, und ihr seht, hier haben verdammt viele Fischer noch Karpadore. Weiß nicht, würde ich nachvollziehen können. Ich meine, ich habe schon hinten bei Fleetburg gegen einen Haufen reiner Garados-Trainer gekämpft. Mehr oder weniger reiner Garados-Trainer. Leute, ich bin drüber hinweg. Ich brauche keine Level 39 Karpadore bekämpfen, die nur Platscher können. Ich meine, klar, sie möchten denen so eine größere Variation angeben oder geben, was ihr Team angeht. Aber warum sollte man den Karpador nicht entwickeln? Das Ding entwickelt sich auf Level 20 und er lernt danach keine brauchbare Attacke mehr. Also, warum? Okay, gut. Barschwa ist auf jeden Fall mit von der Partie, wie ihr seht. Wie gesagt, sau selten. Wer es fangen möchte, erbt meinen Segen. Aber ich werde das nicht machen. Selbst wenn ich ein 100%-Spiel hier in Platin machen sollte, würde ich es, glaube ich, nicht fangen. Und jetzt schaut, wie ich es doch mache. Einfach, weil ich beweisen will, dass ich es schaffe. Ich meine, Milotic ist natürlich schon ein cooles Pokémon. Das möchte ich jetzt überhaupt nicht in Frage stellen. Aber es ist natürlich schwer zu bekommen. Und selbst wenn man denn einen Barschwa bekommt, was wie gesagt hier nochmal Ecke schwerer ist als in der dritten Generation. Selbst wenn man es hier bekommt, dann hat man immer noch enorme Probleme. Wirklich mit, dieses Ding wirklich zu einem durchaus brauchbaren Milotic zu entwickeln. Also von daher bleiben wir mal bei dem, was wir hier haben. So, weitere Seeschlangen, gegen die ich mich hier stelle, in diesem Fall Garados. Das ist, boah, ich meine, mache ich gerne. Weil, wie gesagt, Garados geben wenigstens gute EP und mit Gengar vorne kann ich mir tatsächlich auch sicher sein, sie zu erledigen. Und wie ihr gemerkt habt, Topuz ist noch nicht mal im Team. Das liegt aber auch daran, dass ich, seit ich Vesprit gefangen habe, bei der Box noch gar nicht betreten habe. Allerdings, wenn ich es ins Team stellen würde, dann, wie gesagt, haben erstmal diese anderen Pokémon Priorität und Vorrang, weil die natürlich alle noch nicht Level 50 erreicht haben und müssen dementsprechend erstmal trainieren. Gengar geht tatsächlich etwas schneller, wie man merkt. Aber es gibt auch Pokémon, die deutlich langsamer Level aussteigen. Und ich glaube tatsächlich, dass Tentoxa dazugehört. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, eines meiner Team-Pokémon hat wesentlich länger zum Trainieren gebraucht als die anderen, als ich es in meinem Team habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Tentoxa ist, aber ich kann es tatsächlich sogar ohne größere Anstrengungen nachschauen. Janosch. Ziemlich cooler altdeutscher Name hier. Oh, richtig, ich habe geangelt, oder? Du hast eine Angelausrüstung dabei. Was glaubst du denn? So, genau, es sind 95.000 EP und 89.000, die sind etwa gleich auf. Ja doch, sind sie. Der hier, 75.000 EP, der ist auch in etwa in der gleichen Liga. Genau, seht ihr, war doch so 101.000 EP. Und er ist Level 43. Also Tentoxa braucht deutlich länger als alle anderen, um Level aufzusteigen. Dafür wird Tentoxa natürlich in der Pokémon-Liga seinen großen Auftritt haben. Oder in der Siegesstraße. Da kann er super morden. Und der hier kann super in der nächsten Arena morden. Genauso wie Whis, weswegen ich mich jetzt, wie gesagt, auf Gengar konzentriere. Weil ich das definitiv in diesem Fall als am sinnvollsten werte. Super, ein kleines Mädchen mit ihrem Schwimmreifen. Yo. Ich glaube nicht, dass sie eine ernstzunehmende Bedrohung für mich darstellt.
Aber immerhin, sie hat einen Remoraid. Ich meine nicht, dass Remoraid besser wäre als diese Garados, gegen die ich gekämpft habe, aber es ist immerhin besser als die Karpador und wahrscheinlich auch besser als die Barschwar. Also von daher, auch wenn es das schlechteste Pokémon im Kolosseum war. Es war echt fies, oder? Hat jemand von euch auch Probleme mit diesem Remoraid gehabt, was auf Level 20 war, während man selbst auf Level 34 oder so war? Ja, das war nicht einfach, das Ding zu fangen. Pikachu-Fanglob. Pika, Pika, Pika! Pika, Pika! Wow. Danke für diese oh mein Gott. Versuche Pikachu, Pokémon-Champ zu werden, nur mit Pikachu. Ash hat sich hier niedergelassen. Pikachu! Pikachu 2! Pikachu 3! Pikachu 4! Pikachu Finkers! Ich bin aus En Español getauscht worden. En España. Okay. Pika, 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 Pikachu! 7! Jetzt wäre eigentlich Nummer 6 dran. Was? Kommt noch 5 nicht, 7? Nein, Poké-Kid Yvonne. Nein. Man muss sich leider enttäuschen. Aber ja, der obligatorische Pikachu-Sammler. Pikachu tatsächlich ist so ein Pokémon, was immer in jedem Dex war, außer, und das ist das Interessante, außer in Schwarz und Weiß, weil da gar kein altes Pokémon dabei war. Sogar dafür hat man das Maskottchen rausgeworfen. Das war tatsächlich mal ein radikaler Schritt. Hätte ich nicht gedacht, dass man sogar Pikachu aus dem nationalen Dex rauswirft. Trotzdem gab es Anspielungen von Pikachu im Spiel. Das konnte man dann doch nicht vermeiden. Wobei Pikachu, die Geschichte habe ich schon öfters erzählt, einfach nur pures Glück hatte, dass es ein Maskottchen wurde. Davor war es einfach nur eine von vielen Pokémon. Eine Maus im Prinzip. Eine gelbe Maus. Weswegen sie seltener mit Heinewald aufgetreten ist, weil sie eben eine Maus war. Und Mäuse treten in der Regel nicht so häufig auf. Aber bei der Frage dann, ob welches Pokémon Ash bekommt, braucht noch mehr Übungen, wie ein Pikachu zu werden. Ja, brauchst du allerdings. Bei der Frage dann, welches Pokémon Ash bekommt, okay, da gibt es ein interessantes Neues, war die Auswahl zwischen einem Pikachu und einem Pipi. Und man hat sich für Pikachu entschieden. Ansonsten wäre heute Pipi vielleicht das Maskottchen und dann habe ich noch lieber Pikachu. Als mit dem Angel anfing, habe ich mich über alles gefreut, dass ich gefangen habe. Aber diese Tage sind lange vorbei. Nervt es mich, wenn ich meinen eigenen Rekord nicht um Haaresbreite schlagen kann. Ja, so über Videospielen halt. Beziehungsweise bei den alten, wo es noch um Highscore ging. Ich hatte einen Traum. Ach, ich hatte einen wunderschönen Traum. Ich habe geträumt, ein Trainer würde mir ein riesiges Remoraid bringen. Aha. I had a dream. That one day a trainer would march into this door and give me a fucking Remoraid. Wow, okay. Also damit kann ich nicht dienen. Pokémon Großwettbewerb, große Pokémon gesucht. Wenn ich jetzt einen Remoraid hätte, könnte ich ihm das zeigen. Ich meine, ich habe ja einen Remoraid. Das wäre vielleicht sogar mal eine Überlegung, jetzt das später in der Box zu holen und dann zurückzugehen. Ich überleg's mir mal, Leute, weil ja, dann misst er dieses Pokémon. Das ist eigentlich ganz cool zu sehen. Und wenn er mir schon ein Wasser-Pokémon anbietet, was ich tatsächlich habe, wieso dann nicht mal ausprobieren? Wieso dann nicht mal ausprobieren? Also von daher, ja, wird da noch definitiv was kommen. Aber ja, ich wollte noch ein paar Sachen sagen, weil ich gerade Pokémon... Oh, Mist. Erstmal schauen, wie das wird. Das könnte... Okay. Das hat auch schon was. Genau, bezüglich Pokémon Kolosseum. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt. Pokémon Kolosseum ist natürlich etwas, was ich mir durchaus vorstellen könnte, auch zu Let's Playen. Ich meine, jetzt habe ich jetzt noch Pokémon Stadium 2 angekündigt. Und das wird auch erstmal das sein, worauf ich mich tatsächlich konzentrieren werde und sonst auf nichts anderes. Von Pokémon Spin-Offs jetzt gesehen. Was jedoch weitere Sachen angeht, also wie gesagt, Pokémon Kolosseum und Pokémon XD sind Optionen, die ich, würde ich, wenn ich sie bringe, relativ eng nacheinander bringen. Aber natürlich, bevor ich das mache, würde ich Pokémon Smaragd zumindest schon mal gespielt haben. Wenn nicht sogar Rubin und Saphir. Und der Grund, warum ich das sage, ist natürlich, weil diese Spiele damit verbunden werden können. Es sind Spin-offs von Drittgenerationen-Spielen. Die Attacken sind auch so aufgebaut. Es gibt auch keine Trennung in physisch und spezial. Und ich kann natürlich mit den Spielen hin und her tauschen. Warum ich das sage, ist einfach, weil
es natürlich im Pokémon Kolosseum den Modus Duellturm gibt. Oder nicht Duellturm, das ist der Duellberg. Und zwar den im Spiel, in welchem man gegen Trainer kämpft, ganz normal, nacheinander, gegen unterschiedliche, ja, Trainer auf unterschiedlichen Leveln. Und da gibt es den, ja, den anderen Modus, den normalen Spielmodus, sag ich mal, in welchem man im Prinzip wie beim richtigen Duellturm gegen 100 Trainer in Folge kämpft, die alle Pokémon auf dem gleichen Level wie das stärkste Pokémon von einem selbst hat. Also wenn alle Pokémon Level 100 sind, sind die 100. Wenn alle 50 sind, sind sie 50. Wenn einer 53 sind und die anderen im Team 48, sind sie alle 53. So ist das da. Und da würde ich dann natürlich versuchen, meine LP Pokémon nehmen zu können. Das würde natürlich nicht 100% nicht funktionieren, weil ja, die einen befinden sich auf meinem PC dann und die anderen befinden sich dann... Ich würde natürlich Pokémon Kolosseum auf der Konsole spielen. Von daher würde das schwierig werden. Ich meine, ich habe auch ein Team, womit das relativ standardmäßig klappt. Ich nehme mit Kyogre und Raikou zusammen. Damit habe ich diesen Duellberg schon mehrmals ziemlich dominiert. Man kann natürlich auch Groudon und Entei nehmen. Ist auch eine interessante Kombination. Aber ich müsste dann auch schauen, vielleicht würde ich es tatsächlich versuchen. Weil man ja immerhin Continues bekommt. Und zwar für jedes Mal, wenn ein Pokémon nicht stirbt, einen. Würde ich vielleicht tatsächlich sogar probieren, es so zu machen, dass ich wirklich das Team von meinem Smaragd-Spielstand irgendwie versuche, da drüber zu bekommen und zu verwenden, weil natürlich Kyoko und Walko, da schauen wir es auf jeden Fall, aber ist natürlich auch nicht das Allerspannendste. Das einzige Item, was man wirft, ist der Pokéball. Aber ist das wirklich wahr? Wenn das darüber nachgedacht wird, da stelle ich dir die Tier im Schleuder. Das einzige Item ist nicht der Pokéball, aber okay. Wird diese Attacke eingesetzt, schleudert dann wieder das Item, das es gerade hält, gegen den Gegner. Die Wirkung der Attacke hängt von der Art des Items ab. Aber die Attacke schlägt viel, wenn der Anwender kein Item hält. Das hätte ich noch selbst zusammengezimmert, aber hey, danke für die Mitteilung. Man kann nie genug Informationen haben. So, jetzt muss ich mich ganz kurz nach hier hinten begeben, denn ihr seht es schon, dort befindet sich ein Zerschneiderbusch. Ah ja, ich meine, ich finde... Oh Mist, und ich habe kein Zerschneider-Pokémon dabei. Okay, ich hole mir das später dann. Aber genau, wenn sich die Frage natürlich stellt, welches Spiel besser ist, deswegen ist auch der Grund, warum ich beide relativ dicht nacheinander machen würde, nicht, dass sie aufeinander aufbauen, sondern auch, dass ich es finde, dass es schwierig ist, ein Spiel wirklich klar als besser als den anderen, als das andere Spiel hervorzuheben. Denn beide sind gut. Okay, ich glaube, gegen dieses Spiel flüchte ich am besten erstmal lieber. Weil Gastrodon, das ist im Moment tatsächlich schwierig für mich, weil ich eben kein Pflanzen-Pokémon habe. Und weil Gastrodon Boden hat und ich habe immer noch eine latente Anfälligkeit gegen Boden. Außer natürlich mit Gengar. Mit Gengar jetzt nicht, weil er Schwebe hat. Aber wenn er keine Schwebe hätte, würde der Gifttyp sein Übrigstes tun. Ich habe aber auch keine andere große Wahl, was unterschiedliche Pokémon angeht. Natürlich, ich hätte immer noch Qigong. Aber was man mit Palim zu diesem Zeitpunkt im Spiel machen kann, ist schon sehr limitiert. Von daher nicht darauf bauen. Aber ja, genau, wenn ich die Spiele vergleiche, es ist schwierig. Pokémon Kolosseum ist, finde ich, von der Story her besser, während Pokémon XD von den Spielmodi her deutlich besser ist. Es ist einfacher, Krypto-Pokémon zu erlösen, was schon mal sehr, sehr willkommen ist, weil das teilweise schon wirklich hässlich werden kann. Es ist aber auch einfacher, ein Pokémon, oder es gibt auch unterschiedliche interessante Herausforderungen im Pokémon XD. Also von daher bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Ich würde sagen, beide Spiele sind in etwa gleich gut, haben aber ihre unterschiedlichen Stärken. Oh, Gastrodon! Aber ja, also nur, dass ihr Bescheid wisst, wann diese Spiele kommen werden. Wahrscheinlich nicht mehr 2016. Ich habe jetzt die Projekte, die in meiner Projektliste stehen. Übrigens, ich habe meine Projektliste relativ aktuell ausgerüstet mit wirklich dem, was ich in diesem Jahr bringen möchte. Ich hatte ja vorher eine mega lange Liste. Diesmal steht wirklich nur drin, was ich in diesem Jahr bringen möchte.
2017 ist es eine Option. Wie gesagt, ich müsste mindestens Smaragd davor gespielt haben. Vielleicht sogar, um Teamvariation zu haben, Rubin oder Saphir. Und dann müsste ich schauen, wie ich das umsetzen könnte. Also von daher, bis dahin erstmal, erstmal noch nicht erwarten. Aber ich plane natürlich, das auf jeden Fall noch im Laufe meiner Pokémon-Karriere zu bringen, was Spin-Offs angeht, weil ich meine, Spin-Offs sind ja auch immer so eine Sache. Ich werde jetzt nicht jedes Spin-Off bringen. Pokémon Mystery Dungeon möchte ich aber bringen in Livestreams. Das ist auf jeden Fall ein Plan. Wie genau, das liegt in den Sternen. Weil da gibt es natürlich auch unterschiedliche Optionen. So, bei dem habe ich überhaupt keine Angst, weil der kann nur Kampfattacken. Zumindest wenn ich die Logik von meinem Mascher dazu nehme. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich, wenn dann als Livestream machen würde, weil Mystery Dungeon einfach extrem lang ist. Pokémon Ranger würde ich, wenn dann als LP machen. Aber ich bin halt auch nicht so gut in Pokémon Ranger. Also ist alles Zukunftsmusik. So, habe ich da jetzt ein Item liegen lassen? Habe ich da ein Item liegen lassen? Ach, ich schau gleich nach. Weil wir sind jetzt tatsächlich mit der Route soweit fertig. Ich muss zwar sowieso noch gleich zurück wegen dem Item. Und schauen wir mal. Route 222 Richtung Sonnewiek, der letzten Stadt auf dem Sinnoh-Festland. Der Ritter von Sonnewiek leidet in letzter Zeit unter extremer Langeweile. Anscheinend gibt es keinen guten Herausforderer mehr für ihn. Das ist doch mein Stichwort. Müsste ich die Arena von Sonnewiek in einem Wort beschreiben? Schockierende Elektrizität. Oh, das waren jetzt zwei Wörter. Ja. Das waren absolut zwei Wörter. Hi. Ey, Trainerkollege. Hi. Deine Pokémon sind in ihren Pokébällen gut aufgehoben. Kannst du mal aufhören, mir rau ins Gesicht zu qualmen? Ja. Aber weißt du, dass die Pokémon zu sind, das verbirgt ihre Aura nicht. Das sind ganz schön zähe Kerlchen. Oh, entschuldige, ich sollte mich wohl erst einmal vorstellen. Ja, Mr. Rauch mir ins Gesicht blase. Ach, sei nicht so. Ich heiße Ignaz. Ich bin einer der Top-4 der Pokémon-Liga. Hätte das so eine Idee. Vielleicht könntest du das erledigen. Es geht um den Erinnerter dieser Stadt. Er hat nur allerdings seinen Enthusiasmus für den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderern ist ihm aufs Gemüt geschlagen und damit auch den Top-4, weil, naja, wenn ich an ihm vorbeikomme, kommt nicht zu uns. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Und dann der Stromausfall hat seiner Laune sicher auch nicht wirklich geholfen, weil er eben nicht weiter renovieren konnte. Und konnte nicht mal Fallout 4 weiter zocken. Puh, du weißt schon, worauf ich hinaus will, nicht wahr? Dass er sich eine Notstromreserve holen sollte? Nein. Wird das lieber einen Kampf lief? Vers, der seine Leidenschaft für Duelle wieder zum Leben erweckt. Bitte sprich nie, weil dein Wort so komisch aus. Ich war gerade beim Blasen, deswegen. Verlass mich auf dich, Heißsporn. Boah, das sollte etwas weniger rauchen, der Gute. Aber ja, Sonnewiek, solares Leben. Und diese ganze Stadt, ja, ist mit Solarpanelen betrieben. Und wir haben einen Stromausfall. Will da uns irgendjemand mitteilen, dass Solarenergie nicht gut funktioniert oder was soll das? Dies hier ist eine große Stadt am Meer. Außerdem ist es das Tor zur Pokémon-Liga. Ja, das ist es in der Tat. Und bevor wir hier allzu weit mit der Erkundung fortschreiten, möchte ich natürlich kurz mich hier neu positionieren, indem ich meine Pokémon neu ordne. Genau. Schwefilor muss mal aus der Todesbox raus und in die legendäre Box, weil ich die nicht benutzen darf. Mimi hingegen kann hierhin und in mein Team möchte ich ja Saphira, wie ich angekündigt habe. Den brauche ich gerade nicht. Wen ich im Moment benötige, ist Stylocom, da ich ja schneiden muss. Wobei, erstmal sollte ich Chap drin haben, denn die brauchen alle noch das Training. Und sobald sie, vom Training her einigermaßen gleich sind, können wir uns was anderes überlegen. Unglaublich, du bist sowas von cool, das ist ja schon 7 Orden! Yeah. Hi. Eins träumt dich davon, Arena-Leiter zu werden. Ein Traum hat sich zwar nie erfüllt, aber ich lebe mit all den wunderbaren Pokémon. Es ist ein gesegnetes und glückliches Leben. Ja, das glaube ich. Sonnewiek liegt in einer schmalen Landzunge, umgeben von Meer und den Bergen. Der Mangel an Raum macht die Stadt mit Solarfeldern wett,
die als Stromquelle und Straßen dienen. Es ist ein Ort, an dem Natur, Pokémon und Menschen ein Ganzes bilden. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich Sonnewegerstadt relativ interessant und cool finde. Weil man sich hier eben wirklich ein ganz eigenes Thema da einfallen lassen. Übrigens, da kann man nicht surfen. Sieht zwar so aus, hätte uns auch noch die Möglichkeit für ein Pokémon hier in Sonneweg gegeben. Das haben wir auch tatsächlich, weil nämlich es eine schmale Surferspur oberhalb gibt, auf welcher wir ein bisschen schwimmen können, bevor wir zur Route 223 kommen, welche gleichzeitig die letzte Wasserroute zur Pokémon-Liga ist. Und da können wir tatsächlich ein Pokémon fangen. Aber für den Moment müssen wir uns hiermit begnügen. So, Carbon habe ich mir geholt. Und was diesen letzten Polizist hier angeht, den ignoriere ich einfach mal für den Moment. Wir haben im Moment 12.47 Uhr. Das bedeutet, ich werde jetzt nicht bis zum Abend warten, um gegen ihn zu kämpfen, sondern jetzt wird erstmal Sonneweg erkundet. Und zwar an den unterschiedlichen Höhen und Tiefen. Die Stadt verbraucht viel Strom, vor allem der Leuchtturm und die Arena. Schließlich haben sie alle Straßen mit riesigen Solarzellen gepflastert. Mit Sonneweg scheint ständig die Sonne. Das System ist einfach perfekt. Ja, wie gesagt, ich finde es auch relativ cool, wie man Sonneweg seinen Strom bezieht. Das ist sehr, sehr zukunftsweisend. Hi. Willkommen. Ja, du kannst helfen. Und zwar, ich brauche mal wieder 10er-Pack von Pokebällen. Ansonsten, gib mal Hypertränke, 10 Stück. Ich werde zwar auch wieder Kumo-Milch kaufen, aber Hypertränke bräuchte ich ziemlich noch. Die Gegengifte habe ich. Ich versuche mal auf 5 aufzurüsten, damit ich zumindest 5 von jedem im Beutel habe. Das ist ein bisschen viel, Kollege, meinst du nicht? So, 2 davon. Wie viele Aufwecker besitze ich? Da hätte ich gerne 4. Blaue Flöte wäre natürlich noch cooler, aber ja, wie ihr seht, besitze ich das nicht. So, und Eisseile, das ist extrem unwahrscheinlich, dass ich jemals Probleme mit Eis haben werde, aber da fülle ich auch mal auf. Jetzt wird kommt das Spiel nämlich in die entscheidende Phase. Hier machen wir 3, dann habe ich so eine Allround-Waffe. Und was hast du denn an speziellen Sachen? Einen Luxusball. Dann werde ich ja bei der Pokémon-Fahndungsempfangsstelle freundlicher zu werden. Das habe ich mal bei Pachirisu versucht, das hat nichts gebracht. Das Ding hat trotzdem bei 0 Freundschaft gestartet. Obwohl es eigentlich bei 200 hätte starten sollen. Das habe ich damals als extremste Verarsche gefunden. Weil es scheinbar bei gewissen Pokémon nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was das Problem oder wie genau dieser Luxusball funktioniert. Aber für mich hat er damals nicht funktioniert, was ich sehr schade fand. Ich habe von der Siegestraße gehört, die direkt zur Pokémon-Liga führt. Man hat an der Straße lauern viele Gefahren. Am besten wollte ich so viele Items über die Zieren, wie ich tragen kann. Auf dem Markt bekommst du Sticker für deine Pokébälle. Wenn du die Sticker cool verwendest, beeindruckst du deine Pokémon. Ja, es geht um das coole Verwenden von Sticker. Das feiere ich auch ab. Weil Sticker haben wir ja schon in Drosto bekommen können, wenn ihr euch erinnert. Wenn wir ihm die Kogitop gegeben haben. Drillinge! Begib dich in den Untergrund, erlebe dort ein tolles Abenteuer. Yeah, Drillinge 1! Erobere die Fahnen deiner Freunde, um deine Geheimbasis aufzupolieren. Was soll deine Basis zu tarnen? Mach dann nicht die Basen deiner Freunde ausfindig. Ey, Max Moritz, nimm mich nicht Drilling 3, ja? Wenn du Sphären ausgrabst, wachsen sie jeden Tag ein klein wenig. Das ist schon eine seltsame Sache. Was stimmt ja? Ich würde meine auch mal ausgraben. Habe sie fast vergessen, wie die jetzt wohl aussieht? Die ist mittlerweile ein Relikt bestimmt. Oder eine Zeitkapsel. Hast du kürzlich im Untergrund? Nö. Je nachdem, wo du hinabsteigst, gelangst du an verschiedene Orte. So kommt mein Vorschlag an möglichst vielen Orten zum Einsatz. Tentacle Man in Levi genau und Adam aus Fleetburg sind verwandt. Was, echt? Du meinst einen super Untergrundgott? Was? Ich kenne ihn nur als Untergrundmann. Wenn man Adams Sohn Feind hinzu hat, man ein Trio hervorragender Bergleute. Ha. Die Freunde der Familie hatten wohl kein Interesse am Berggraben. Die Sphären, die du unter der Erde gefunden hast, sind wie Edelsteine. Du kannst sie gegen allerlei Nützliches eintauschen. Boah, es wird mich jucken, mit dem Wall-Street hier durchzugehen und zu schauen, ob hier irgendwas steht. Ich müsste echt mal schauen, ob ich diesen Cheat nur für diesen einen Moment aktivieren kann. Das wäre mal interessant. Manche Fallen dort unten entscheidest du mit dem Touchpad oder dem Mikrofon. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe das bereits in diesem LP erlebt, wie ihr euch lebendig erinnern könnt. Sonnewegmarkt. Große Auswahl an Stickern, ja. Da kann man Sticker kaufen für seine Pokebälle, statt dass wir sie mit dem Kognito bekommen müssen. Der Sonnewegmarkt ist bekannt für seine große Auswahl an Stickern. Siehst du den Stickerhändler da? Die
Ich sehe ein Männchen und ein Weibchen. Ja, den Typen. Er hat die Sticker, die ich wollte, heute nicht auf Lager. Vielleicht habe ich morgen mehr Glück. Oh. Oh, dein Gengar. Du musst dich mehr anstrengen. Dann gebe ich dir deinem Pokémon ein schönes Geschenk. Was? Es ist dir nicht zufrieden genug? Hör zu. Der ist mein bester Mann. Wenn der mich nicht liebt, dann... Was? Okay, gut. Das hat wahrscheinlich was mit Knurspen zu tun. Weil das Chap mich nicht... Der muss auf 255. Das hat sich enorm angestrengt. Gib mir jetzt nur bitte dieses Fleißband. Was? Ach so. Ich glaube, das bekommen sie, wenn die EVs komplett verteilt sind. Wobei mich in diesem Fall dann wundern würde, warum Chap... Sind bei dem die EVs aber noch nicht vollständig verteilt? Übrigens Schutzband mit Meier. Das wundert mich jetzt schon ein klein wenig, aber okay. Hi. Darf ich ein wenig deiner Zeit in Anspruch nehmen? Du brauchst es nicht. Okay. Willkommen, kann ich helfen? Ja, und hier kann man eben Herz A, Stern B, Feuer A, Musik A, Linie A, Elementar B, Konfetti D. Also, für Chap werde ich mir definitiv ein Herz A kaufen. Da könnt ihr mir jetzt sehen, was ihr wollt. Und, einen Stern kaufe ich für Toputz, weil Jesse alias Saphira Sterne mag. Elementar B und die grüne Blitze nach oben. Okay, das ist definitiv für Whis passend. Ist jetzt schwarze Linien frei, die sich ausbreiten. Das hört sich für Gengar ganz passend an. Konfetti. Komm, das nehmen wir für Muckimann. Und dann fehlt mir einer noch, nämlich Tentoxa. Aber ich glaube, jetzt weder Feuer noch Musik ist wirklich passend für den. Ich nehme einfach mal Musik. Dann können wir tatsächlich bei unserer Pokémon etwas customizen, wenn sie rausspringen. Das ist eigentlich was ich ziemlich cool finde. Und was auch im Kontext einer Nuzlocke natürlich ziemlich gut passt, muss ich sagen. Ein weißes, unbeschriebenes Schild. Wow, der Burner. Ein weißes, unbeschriebenes Schild. Okay, da kommen wir nach oben, wie ihr seht. Aber ich möchte jetzt erstmal kurz zum Pokémon-Sender zurückkehren. Menschen und Pokémon passen ihr Leben jeder Umgebung an. Wir alle tun das nur, so überleben wir. Alter, stimmt. Hallo? Ich heiße Jasmin. Ich bin eine Arenaleiterin. Okay, ich hab gehört, das ist so ein komischer Typ, aber hey, du bist eh viel cooler. Lass uns kämpfen. Nein, tut mir leid, nicht in dieser Stadt. Ach so. Ich bin die Arenaleiterin in Johto. Es wäre so schön, wenn du Johto ein wenig kennen würdest. Ich würde gerne mal nach Johto gehen. Naja, wenn du den Arenaort nicht hast, musst du wieder umkehren. Warum? Da oben ist ein Wasserfall. Oh goddammit! Okay, danke für die Warnung. Wenigstens hast du mich da nicht ins offene Messer laufen lassen. Genau, weil ich jetzt nämlich tatsächlich diese Ballkapseln customizen werde und euch einfach mal kurz zeigen werde, wie das geht. Und zwar, wir betreten den PC. Jetzt muss ich aber selbst schauen, wie das geht. Hier geht's nicht. Hier müsste es gehen, genau, Ballkapseln. Weil wir haben hier eine Briefpost und eine Ballkapsel, genau. Bearbeiten wir diese. So, jetzt können wir auf dem Touchscreen Sachen auswählen. Hier zum Beispiel das Herz. Bearbeiten der Ballkapsel. Bearbeiten. Hier können wir das Herz drauf, oder den Stern drauf machen, nicht das Herz. Bearbeiten. Hier die Linie C, die hatte ich ja für Gengar vorgesehen. Dann haben wir hier den Blitz, den ich für Whis vorgesehen hatte. Ja, wobei, komm, machen wir den hier so hin. Sieht ein bisschen cooler aus. Hier dieser Schleier, der sich ausbreitet. Stellen wir den mal etwas weiter nach unten. Und schließlich die Note, die schwebt da oben irgendwo rum. So, und jetzt müssen wir auf Tausch gehen. Okay. Genau, anbringen. So, und jetzt kann ich das zuordnen. So, Moment. Was war dieses jetzt nochmal? Das war das Herz. Das Herz geht an Chap. Genau. So, der Stern geht an Toputz. Ist im Moment noch nicht im Team. Das hier geht, wie gesagt, an Sera.
Der Blitz geht an Whis. Dann haben wir hier... Moment. Was ist das nochmal? Ein Stick. Das ist der Blitz? Achso, das ist Konfetti. Das Konfetti werfen wir hier oben hin. Bei wem wollte ich das denn nochmal? Bei ihm, oder? Ich glaube, ja. Und dann die Note, die ich Octaviana gebe. So, das war jetzt mal cool, dass wir das machen konnten. Ist zwar ein bisschen spät im Spiel, aber an und für sich finde ich das Konzept sehr, sehr cool. Wie gesagt, wir hätten mit den Inkognitos auch so... Da hätten wir dann immer 5 Sticker bekommen, hätten wir die abgegeben von jedem Buchstaben, den wir abgeben. Und dann hätten wir auch den Namen zum Beispiel einblenden lassen können. Aber das kann eben auch nicht allzu lang sein, das ist das Problem. Von daher, aber das sehen wir dann alles noch näher, wenn es denn soweit ist. Wir haben schon geredet, oder? Ja, wir kennen uns. Okay, gut. Und dann natürlich hier oben können wir ja mal noch erkunden. Schauen, was hier abgeht. Der Relator übertreibt es mit der Elektrizität. Muss doch mal an die Stadt denken, die braucht doch auch Strom. Leuchtturm, Leuchtfeuer Sinnos. Denn natürlich ist Jasmin hier, weil hier ist ein Leuchtturm. Und wie wir alle wissen, sie mag Leuchttürme. So, da, hier befindet sich was. Nämlich? Hä? Achso, hier. Eine Blitztafel für Elektroattacken. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist fast die erste versteckte Tafel. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Ja, schon möglich. So, fahrt nach oben. Wir können tatsächlich diesen Leuchtturm betreten. Ist natürlich viel kleiner, so vom rein optischen, als in Hot Gold and Soul Silver. Und in Hot Gold and Silver sieht das Ganze auch grafisch deutlich besser aus. Aber da hat man die Grafik auch im Vergleich zu Platin sogar nochmal verbessert. Der Leuchtturm symbolisiert für uns Seele, Schutz und Sicherheit. Ja klar, sonst würden sie auf den Riff auflaufen. Ist es nicht genial, wie weit man mit dem Fernglas sehen kann? Irgendwann werde ich zusammen mit meinen Pokémon diese fernen Gegenden bereisen. Ja, ich würde gerne auf das Fernglas schauen, wenn da nicht so ein Typ da stehen würde. Ich weiß nicht, warum du mich so anmachst. Ich würde nur gerne kurz in dieses Fernrohr schauen und dann würde ich den Arenaleiter herausfordern. Aha, du bist also der neueste Herausforderer der Arena von Sonneweg. Meinst du gut? Ja, okay, meine Entscheidung ist gefallen. Bist du schwach, besuche ich eine Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich fertig renoviert, als hält mich nichts mehr hier. Vor allem will ich Kämpfe austragen, die mich wieder fordern und nicht gegen diese Waschlappen. Als hättest du den Sinn, nur werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich schicken. Okay, enttäusch mich ja nicht. So langweilig hier alles. Okay, das ist also der Arenaleiter. So, wir werfen einen Blick durchs Fernglas und das ist die Pokémon-Liga. Sieht ganz cool aus, eigentlich. Hat schon fast so ein bisschen was von Pokémon X und Y-Grafik. Aber natürlich konnte man das hier noch nur für diesen ganz, ganz kurzen Moment und beim Stehen anwenden. Aber ist auf jeden Fall schon episch gemacht. Okay, wir sind fast fertig mit der Erkundung von Sonneweg. Ich würde vorschlagen, ich mache Ben dann hier an dieser Stelle. Danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon. Ich brauche Krax, ja. Danke für euch für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon Pearl, meine lieben Freunde. Danke für Daumen hoch. Und das nächste Mal werden wir, wie gesagt, Sonneweg fertig erkunden. So gut wie geschafft. Bis zum nächsten Mal.